Dankeschön, ja. Also Dankeschön für die Einführung. Als Sie vorhin gefragt haben, also 1967 war ich, auch wenn ich jetzt schon graue Haare habe, war ich gerade mal 10 Jahre alt. Also das ist dann schon schwierig mit dem, womit man sich dann beschäftigt haben kann oder soll. Was aber richtig ist, ist, und jeder hat ja da auch einen biografischen Bezug dazu. Ich habe zum Beispiel in Hessen in der Landesverwaltung unter anderem in einem Ressort, das für Wohnungen und damit auch für Sozialwohnungen zuständig war, gearbeitet zu dem Zeitpunkt unmittelbar nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit. Und einige werden sich noch daran erinnern, das war eine Zeit eines großen Wohnungsbedarfs. Es sind damals große Wohnungsbauprogramme aufgelegt worden. Und es sind zum Beispiel auch in großem Umfang damals Flächen des Bundes genutzt worden für Stadtentwicklungsgebiete. Und da kann man, glaube ich, vieles daraus lernen, auch für das, was für uns heute notwendig ist. Und man kann auch daraus lernen, dass wenn erzählt wird, was alles nicht geht, dass man zumindest damals schon die Erfahrung machen konnte, dass dann manches doch geht. Wie kam es jetzt in Berlin zu der neuen Liegenschaftspolitik? Ich bin hier seit Ende 2014 Finanzsenator. Wesentliche Grundentscheidungen sind bereits davor gefallen. Und Berlin hatte bis dahin eben auch massiv, auch aus Haushaltskonsolidierungsgründen, eine Abverkaufspolitik verfolgt. Eine Politik, aus der sich der Bund noch immer nicht ganz gelöst hat, aber in Berlin bestand dann, wurde damals das eingeleitet, und zwar durch das sogenannte Konzept zur transparenten Liegenschaftspolitik. Das wurde Anfang 2013 beschlossen. Und wichtigster und Kernpunkt auch der gelegentlichen Diskussionen, die wir mit dem Bund bis heute haben, war eben die Abkehr vom Vorrang des Verkaufs in einem Bieterverfahren, wo es nur auf das Meistbietende ankommt. Dann eben als Alternative das Thema Konzeptverfahren und Direktvergaben und auch das Thema, wir wollen wieder selber neu bauen. Da muss man dazu sagen, dass auch wenn es heute kaum einer mehr sozusagen gefühlt in der Wirklichkeit noch sich daran erinnert, im Jahr des Heils 2009 sind in Berlin sehr im Konsens der Stadtgesellschaft noch in großem Stil Wohnungen abgerissen worden. Also wegen großen Leerstandes Wohnungen abgerissen worden. Also insofern sieht man daraus, es ging tatsächlich um eine Umorientierung. Der Senat hat dann damals dieses Thema der Clusterung beschlossen. Und das bedeutet, dass alle Grundstücke angeguckt werden. Das sind Tausende. Das sind natürlich viele, sind nur 2 Quadratmeter groß oder sonst irgendwie sowas. Aber eben viele sind auch durchaus größer. Und Sie finden hier auch die Clusterungsgesichtspunkte, die Clusterungskriterien. Wir sind noch immer durch diesen Clusterungsprozess nicht durch. Und das ist eine der Ziele, die ich verfolge, gemeinsam mit den Bezirken, dass wir es schaffen, bis 2019 nun das alles mal durchgeklustert zu haben. Die innerstädtischen Bezirke in Berlin sind relativ weit. Ein Teil anderer Bezirke hat bisher es eher einen Sport gesehen, das nicht zu machen. Das ist aber wichtig und wir werden das auch vom Senat, denke ich, mit Geduld und Spucke durchsetzen, dass wir bis Ende 2019 durch sind, weil wir nur dann auch einen Überblick haben über das, wo und wie wir sinnvoll Stadtentwicklung betreiben können mit dem, was wir schon haben. Dann ist es so, dass um dieses auch prozesshaft abzusichern, gibt es eben dann seitdem einen sogenannten Portfolioausschuss, der dem Grunde nach einstimmig handelt. Wenn es Konfliktfälle gibt, müssen die vom Senat oder vom Abgeordnetenhaus, aber meistens dann über den Senat, werden die dann ans Abgeordnetenhaus gegeben, entschieden werden. Das führt auch zu einem gewissen heilsamen Druck, dass man sich vielleicht doch besser verständigt. Und insofern ist es so, dadurch werden eben dann auch Entscheidungen getroffen, wenn es Nutzungskonflikte gibt. Und in einer Stadt, die wächst, nehmen die Nutzungskonflikte zu. Ich glaube, das ist offensichtlich. Das heißt also, wir haben heute mehr Nutzungskonflikte als 2014, aber wir hatten 2014 auch schon den einen oder anderen. Was waren dann weitere Themen dieser Neuorientierung? Also
Eine wesentliche Triebkraft war durchaus im Unterschied und im Gegensatz zu dem, was man 2009 gemacht hat, die vom seinerzeitigen Stadtentwicklungssenator Michael Müller betriebene Rückkehr oder die Wiederaufnahme des Neubaus von Sozialwohnungen. Insofern ist es so, wir hatten damals ungefähr einen Bestand von 270.000 Wohnungen, der wurde dann in einem ersten Schritt auf 300.000 erhöht. Das haben wir jetzt in der Zwischenzeit geschafft. Und jetzt ist es eben, haben wir vor, das auf 380.000 Wohnungen zu erweitern. Und wenn es uns gelingt, das finden Sie ganz unten in einer bescheidenen Zeile, dann wird es auch möglich sein, Anfang 2020 aus dieser Bad Bank, die aus dem Größenwahn der Berliner Bankgesellschaft stammt, dort den Garantieschirm, der ja auch sozusagen Milliarden umfasst, wahrscheinlich zurückzunehmen. Und dann wird es möglich sein, 20.000 Wohnungen in der aus der Bad Bank hervorgegangenen Firma Berlinovo für Berlin dauerhaft zu sichern. Und wenn alles gut geht, wollen wir auch aus Berlinovo eine weitere Baukapazität für Berlin machen, die unter anderem für studentisches Wohnen baut, aber eben nicht nur dafür. Sie sehen, das soll sich dann auf die 6 städtischen Wohnungsbaugesellschaften nach dieser Grafik in etwa verteilen. Und daraus sieht man, das ist eben jetzt nicht nur irgendwie, wir betrachten mal Grundstücke und geben dafür bestimmte Zwecke vor, sondern es kommt auch eine große eigene Bauaktivität dazu. Diese Gesellschaften sind alle in 100%igem Landesbesitz. Dann ist es so, dass es, so habe ich auch Katrin Lomscher verstanden, dass es durchaus um die Handlungsoptionen geht. Und da ist es jetzt so, dass das nicht mit dem Thema Wohnungsbau allein erschöpft ist. Es geht dabei natürlich um Infrastruktur. Es geht dabei auch um viele andere Themen, auf die ich dann noch eingehen werde. Einige Stichworte stehen hier. Und es bedeutet eben auch, dass wir uns dann mit der Frage befassen müssen, und das führt dann ein bisschen auch gerade zu dem Thema Boden und vielleicht auch, wir nennen das jetzt erstmal SODA, also ein Sondervermögen Daseinsvorsorge für strategisch wichtige Grundstücke. Es hat dann eine Diskussion stattgefunden, die richtig entschieden worden ist. Ich mache es mal am Amerika-Haus fest. Eigentlich für Behördennutzung nicht wirklich sinnvoll. Ebenso eigentlich für direkte kommunale Infrastruktur auch nicht wirklich sinnvoll. Und es ist damals dann gesagt worden, bereits am Beginn dieser neuen Liegenschaftspolitik, verkaufen wollen wir es trotzdem nicht, weil es hat eine besondere Bedeutung für die Stadt. Und es ist dann auch gelungen, mit einem Mieter, der dort durchaus Miete zahlt, dieses Haus wirtschaftlich zu unterhalten in Mietverhältnissen. Und das streben wir eben halt auch bei anderen an. Das heißt also, es gibt dann auch einen neuen Typ, wenn man so will, von Konzeptverfahren. Wenn wir dann sagen, ein solches Haus wollen wir trotzdem im öffentlichen Besitz behalten, dann kann es sein, dass wir auch im Konzeptverfahren einen Mieter suchen und nicht nur im Konzeptverfahren einen Käufer oder einen Erbbaurechtsnutzer suchen. Da gibt es jetzt weitere Beispiele, einige finden Sie auch hier. Ist aber offensichtlich, dass diese Gruppe immer klein sein wird, trotzdem wachsen wird, aber sicherlich auch im Rahmen von dem, was eine neue Liegenschaftspolitik an einer gesellschaftlichen Leistung vollbringen kann, eine gewisse Bedeutung hat. Auf meinen Vorschlag hat der Senat kürzlich beschlossen, die Erbbauzinsen zu halbieren. Das wissen wir nicht, ob das eine Maßnahme ist, die permanent so sein wird. Wie Sie wissen, haben Erbbaurechte ja häufig lange Horizonte, 99 Jahre und so weiter. Aber wir haben es jetzt mal festgelegt, dass das jetzt für zu schließende Erbbauverträge gilt, dass wir für 20 Jahre den Erbbauzins halbieren. Das ermöglicht es denen, die Erbbaurechtsnehmer sind, eine Finanzierung, die typischerweise 10 Jahre hat, manchmal auch 15 Jahre hat, vielleicht aber auch mal 20 Jahre umfasst, diese Finanzierung abzusichern und damit eben auch dieses Instrument mit mehr Leben auszugestalten. Es hat einige andere Städte in Deutschland gegeben, die auch sich das Thema der Erbbaurechte vorgenommen haben. Ich glaube, Berlin
hat sich damit jetzt ganz gut positioniert und das war ja auch sozusagen eine ihrer Punkte in der Einführung. Es hat in Berlin eigentlich vieles stattgefunden und das ist jetzt die neueste Maßnahme, die haben wir gerade beschlossen im Senat. Es ist vielleicht auch etwas atypisch, dass der Finanzsenator nun ausgerechnet zusammen mit seiner Kollegin die Nutzung der Vorkaufsrechte vorantreibt. Das ist ja eigentlich ein altes Recht, also das gibt es schon relativ lange. Es ist aber ebenso lange wenig oder gar nicht wahrgenommen worden. Wir haben in Einzelfällen vertragliche Vorkaufsrechte wahrgenommen, wir haben aber nur, ja, also sagen wir mal eigentlich gar nicht, Vorkaufsrechte in Milieuschutzgebieten wahrgenommen. Es gibt aber Milieuschutzgebiete und Milieuschutzgebiete sind auch wichtig, sind auch ja in unserem Gesetzssystem, also im Baugesetzbuch, im Städtebaurecht natürlich vorgesehen für eben wichtige auch soziale Zielsetzungen in der Stadtentwicklung. Und wir haben das Thema Anfang dieser Wahlperiode insoweit ausgestattet, dass wir auch mit Bezirken und für Bezirke zum einen eine bestimmte Rechtssicherheit geschaffen haben und auch einen bestimmten Rechtsschutz, zum anderen aber auch einen gangbaren Weg, um in den relativ kurzen Fristen, das ist durchaus für eine Verwaltung dann sportlich, von 2 Monaten, dieses zu nutzen. Und es gibt auch durchaus eine relevante Anzahl von Fällen, wo dieses genutzt worden ist. Das führt nach der Logik des Gesetzes immer erstmal primär zu einer Abwendungsvereinbarung, kann aber auch dazu führen, dass das Vorkaufsrecht dann ausgeübt wird. Und dann ist es bislang überwiegend zugunsten von städtischen Wohnungsbaugesellschaften ausgeübt worden, die sich auch jetzt daran gewöhnt haben, dass das ein Thema sein kann. Gab es ja vorher auch nicht. Aber man muss auch klar sagen, es kann auch in der Zukunft für andere Dritte ausgeübt werden. Das ist durchaus zumindest mein Ziel, dass wir das auch in Zukunft etwas stärker sehen. In dem letzten Hauptstadtfinanzierungsvertrag sind 2 durchaus prominente Flächen sind also zwischen Bund und Land niedergelegt worden, dass sie ans Land Berlin übergehen. Das eine ist das Dragonerareal. Bei dem Dragonerareal hat es im Finanzausschuss des Bundesrates vor einiger Zeit mal eine bemerkenswerte Abstimmung gegeben. Nämlich zum ersten Mal hat der Finanzausschuss des Bundesrates gesagt, folgt der einer Verkaufsvorlage der BIMA nicht. Das war beim Dragonerareal. Und das ist schon eine Weile her. Das Grundstück ist noch immer nicht ans Land übergegangen. Aber na klar ist damals, das war schon ein Signal, das gesagt worden ist, das Prinzip des Meistbietenden für ein Grundstück, was auch symbolhaft dafür steht, dass man dort eine der letzten Flächen hat, in denen man innerstädtisch preiswerten Wohnraum in großer Stückzahl, also auch sozialen Wohnungsbau insbesondere, entwickeln kann. Dass da gesagt worden ist, auf Antrag des Landes Berlin mit Unterstützung der anderen Bundesländer im Finanzausschuss des Bundesrats, da wollen wir ein anderes Prinzip sehen. Das war ein Bekenntnis des Bundesrates zu dem, was wir neue Liegenschaftspolitik nennen. Da ist es so, müssen wir auch dankbar sein, dass die anderen Bundesländer mitgezogen haben, weil dieses Signal jetzt sicherlich auf verschlungenen Wegen auch dazu führt, dass auf Bundesebene sehr viel mehr darüber diskutiert wird, ob man nicht die Politik der BIMA ändert, ob man nicht grundsätzlich dieses Thema auch auf Bundesebene anders anfasst. Das zweite war das Haus der Statistik. Dort haben wir, glaube ich, einen etwa 9-jährigen Leerstand. Diejenigen, die dieses Haus kennen, wissen auch, dass es besonders schmuck aussieht. Da sind also keine Fenster mehr drin und Ähnliches. Und dort haben wir eben gesagt, wir wollen dort einen großen innerstädtischen Verwaltungsstandort entwickeln, aber wir wollen dort auch in den Flächen, die wir dadurch insgesamt noch zusätzlich schaffen können, weil es eine Grundstücksgemengelage zwischen Land und Stadt ist, dort soll es Wohnungsbau geben und dort soll es auch Platz für gemeinwohlorientierte Initiativen geben auf einem bestimmten Teil der Fläche. Und das hat dazu geführt, dass wir Ende letzten Jahres einen nächsten Schritt dann gegangen sind, indem wir gesagt haben, eigentlich macht es Sinn, systematisch, wenn auch selektiv, Grundstücke anzukaufen. Das ist für ein Bundesland, das nach wie vor keines der Reichen der Republik ist, ein ganz wichtiger Schritt. Und es führt, glaube ich, auch dazu, dass wir
also ich hoffe zumindest, dass wir das weiterführen. Es war auf jeden Fall das erste Mal, dass wir es dafür Mittel bereitgestellt haben und das werden wir auch nutzen. Wenn man jetzt schaut, was es an Themen gibt, dann ist ja sozusagen ein Stück weit das Land der Möglichkeiten. Wo Haken dran sind, da sind wir schon ganz gut unterwegs. Und wenn man sich zum Beispiel eines der Gutachten, das ja im letzten Jahr im Herbst oder im Winter erschienen ist von DIFU und VHW, das sich mit Bodenpolitik beschäftigt, sieht, dann ist die erste Maßnahme ist die gemeinwohlorientierte Vergabe. Haben wir viel gemacht. Das zweite, ein Ankaufsfonds, haben wir eingerichtet, wenn auch so nicht genannt. Das dritte ist das Thema Zwischenerwerbe, Bodennutzung machen wir insbesondere in Entwicklungsgebieten. Ja, tun wir. Das vierte, Nutzung von Vorkaufsrechten, machen wir. Wir würden das gerne, wie es auch in diesem Gutachten niedergelegt ist, tatsächlich entwickeln, auch als Finanzressort, dass wir ein allgemeineres, preislimitiertes Vorkaufsrecht in bestimmten Satzungsgebieten in den Städten haben. Vielleicht kommen wir nachher noch da zu der Diskussion. Und bei dem Thema, was dann noch als letzter großer Komplex vorgeschlagen ist im Gutachten, ist, dass es zukünftig Innenentwicklungsmaßnahmen geben soll, um das Thema Horten von Grundstücken und spekulatives Abwarten zu beenden. Da setzen wir zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher auf das Thema Grundsteuer C, weil es dazu auch einen politischen Anfasser gibt auf der Bundesebene. Und wir wollen aber sicherlich auch von Berlin aus an Bundesinitiativen mitwirken bei dem Thema Mietpreisbremse, bei dem Thema auch weitere gesetzliche Regelungen im Mietrecht, Verbesserungen im Mietrecht. Und steuerlich ist es so, dass das Thema, was als nächstes zur Entscheidung ansteht, ist, gelingt es, die Share Deals, die eine große Rolle spielen, wenn große Firmen oder große Institutionen, Grundstücke und manchmal bis zu ganzen Stadtteilen, die einfach als Sparbüchse nutzen und dort nicht wirklich Entwicklung betreiben, dem einen Riegel voranzuschieben. Dort haben wir in der Finanzministerkonferenz gewisse Fortschritte erreicht. Jetzt müssen wir sehen, dass es auf Bundesebene weiterkommt. Aber Sie sehen auch, in dieser Karte der Möglichkeiten ist noch vieles zu tun. Ich glaube aber, wir sind gut unterwegs und ich freue mich auf die Diskussion.